Liebe Freunde und Freundinnen, es gab eine Zeit, ich war noch neu im Europäischen Parlament, da gab es eine breite Zustimmung in den Medien und in der Bevölkerung zu einem europäischen Projekt jenseits der Schlagbäume. Die Zahl der Menschen, die auf das Geschwätz der Ewiggestrigen hörten, war verschwindend gering. Damals, als frisch gewählte Abgeordnete, hätte ich nie geglaubt, dass wir einst im Europäischen Parlament Resolutionen verabschieden müssten, die den Erhalt der Meinungs- und Pressefreiheit in einem unserer Mitgliedstaaten anmahnen. Seit Viktor Orbáns Machtergreifung in Ungarn ist dies leider politische Realität. Ich hätte nie geglaubt, dass die Zahl der Europagegner im Europäischen Parlament einmal derart hoch sein könnte. Ob Front National, UKIP oder AfD, die Rechtspopulisten heizen den aufbrodelnden Nationalismus kräftig an. Und in Deutschland rotten sich Pediga-Demonstranten zusammen, selbsternannte patriotische Europäer, voller Hass, Missgunst und voller Vorurteile gegen unsere muslimischen Mitbürger und Mitbürgerinnen. Ich hätte nie geglaubt, dass das oberste deutsche Gericht im Europaparlament eine der wichtigsten Schutzklauseln für ein Mindestmaß an politischer Stabilität absprechen könnte. Als Folge dieses Urteils sendet Deutschland heute ein Sammelsurium aus 14 Parteien ins Europaparlament. Und ich hätte nie geglaubt, dass unsere Regierungen wieder ernsthaft über Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union debattieren könnten. Liebe Freunde und Freundinnen, zum ersten Mal in ihrer Geschichte ist die Europäische Union in ihren Grundfesten bedroht. Sie ist bedroht, weil viele Menschen nicht mehr an diese europäische Idee glauben. Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen sind 2015 deshalb ganz besonders gefordert, weil der friedliche Zusammenschluss der europäischen Völker Kern unserer Politik ist. Wir müssen unsere Europapolitik deswegen konsequent vertreten, in unseren Regierungen, in unseren Parlamenten genauso wie in den Kommunalvertretungen und durch unser aller Engagement. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Stimme erheben für den inneren und äußeren Frieden in Europa, für den Erhalt unserer freiheitlichen Rechte und für die Solidarität zwischen den Völkern. Es ist an der Zeit, dass wir aufstehen, dass wir die Europafahne in die Hand nehmen und sichtbar werden, gemeinsam für ein demokratisches Europa, das die Menschenrechte achtet. Ich bin mir sicher, gemeinsam werden wir es schaffen. Gemeinsam werden wir den Menschen den Glauben an die europäische Idee zurückbringen, damit der Bau Europas wieder auf dem einzig soliden Fundament vorangetrieben werden kann, der Unterstützung seiner Bürger und Bürgerinnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr 2015.